Hallo zusammen. Heute gibt es einen spontanen kurzen Kameratest, und zwar einen Test der Sony Alpha 6000 bei extremen ISO-Werten. Doch wie sieht dieser ganze Kameratest eigentlich aus? Nun ja, draußen ist es stockfinster. Ich habe meine 35er F1.8 Festbrennweite von Sony genommen und bin freihand rausgegangen und habe einfach mal geschaut, was ich so finde, was wirklich fotografierenswert ist. Um diese Fotos aufzunehmen, sind sehr hohe ISO-Werte notwendig. Was genau diese ISO-Werte aussagen, erwähne ich ja im anderen Video, aber kurz gesagt, hohe ISO-Werte bedeutet viel Lichtfeld auf den Sensor. Allerdings hat man auch sichtbare Einbußen in der Bildqualität über Bildrauschen. Und wie dieses Bildrauschen bei der Sony A6000 ausfällt, das seht ihr gleich in den Testbildern. Die eigentlichen Aufnahmen habe ich schon vor einiger Zeit gemacht, weshalb euch jetzt mein Vergangenheits-Ich mit auf die Zeitreise nimmt und ich euch dann im Anschluss die Bilder präsentiere, die ich damals aufgenommen habe. Okay, hier im Hintergrund sieht man es vielleicht. Da ist die Kirche von einer Ortschaft bei mir in der Nähe. Mein Gedanke war, ich wollte sie fotografieren, wobei ich eigentlich nur nachts unterwegs war mit der Kamera, weil ich fotografieren wollte, sondern vielmehr, weil ich es nicht versäumen wollte, ein schönes Bild zu machen, falls ich ein schönes Motiv sehe. Und nun ja, ich habe jetzt Bilder aufgenommen. Ich bin hoch in die ISO 10.000er. Ich habe zum Teil auch schon Testbilder mit ISO 25.000 gemacht. Die waren wahrscheinlich nicht so gut, aber ich habe hohe Erwartungen an das Bild von der Kirche. Also bin ich gespannt. Ihr werdet es gleich sehen. Viel Spaß! Zunächst mal, so sah die ganze Situation überhaupt aus. Und hier gleich ein Bild bei ISO 10.000 mit einer Belichtungszeit von 1/60 Sekunde. Hier besteht kaum Verwacklungsgefahr, allerdings sieht man schon ein sehr, sehr starkes Bildrauschen. Um runter auf ISO 2000 zu gehen, musste ich auf Belichtungszeiten wie 1/10 oder 1/6 gehen. Dank optischer Bildstabilisierung im Objektiv ist es möglich, aber doch sehr riskant und es sind auch sehr viele Ausschussfotos dabei gewesen. Das Ergebnis ist aber auf jeden Fall von der Bildqualität her wesentlich besser, auch wenn der Weg dahin wesentlich schwieriger ist. Unterm Strich sind es aber trotzdem schöne Edits. Hier ist mal einer, wie ich ihn hochgeladen habe, und die können sich durchaus sehen lassen. Und abschließend noch, weil die meisten sowieso mit dem Handy fotografieren, noch ein Ergebnis, so wie es aus meinem Samsung Galaxy S10 kommt, was ich durchaus sehen lassen kann, aber definitiv nicht mehr für Stock taugt. So, die zweite Fotolocation ist dann die Straße unter der Brücke, die gerade auf dem vorherigen Bild zu sehen war. Und hier auch erstmal ein Bild, wie das eigentlich aussieht, und wie ihr seht, sieht man nichts. Und in den folgenden Fotos geht es einfach von ISO 100 schrittweise hoch bis ISO 25.000 und dann könnt ihr euch selbst eure Meinung dazu bilden, denke ich mal. Ich blende euch jetzt mal nacheinander die Bilder mit ISO 100, ISO 400 und ISO 800 ein. Und ich finde, die Bilder sehen auch ganz gut aus, wenn man bedenkt, wie dunkel es ursprünglich eigentlich draußen war. Richtig bemerkbar wird das Bildrauschen aber erst so bei mir ab ISO 1600 oder ISO 3200, aber es ist noch lange nicht störend, also vollkommen in Ordnung. ISO 6400 bis ISO 12800 wäre dann der Bereich, wo sich die Kamera nicht mehr so wohl fühlt, wie ich finde. Allerdings muss man sagen, ist das Rauschen doch noch ziemlich kontrolliert und wenn man keine andere Option hat, weil man keinen Blitz hat, wenn man kein Licht hat, ist so ein Bild definitiv besser als gar keins, auch wenn das für den kommerziellen Bereich nicht mehr ausreichend gut ist. Nach ISO 12800 direkt zu ISO 25600 und wer hätte es anders sein können? Es ist nicht besonders schön, aber besser so ein Bild als gar kein Bild. Und auch hier noch abschließend ein Bild, so wie ich es editiert habe. Das Bild ist bei ISO 8000 und ich fand es eigentlich ganz cool, als das Auto mitten in meiner Fotoserie durchgefahren ist. Also, ich finde es gut. Zwar verrauscht, aber ganz gut. So, Fazit. Die Sony Alpha 6000 ist inzwischen eine 7 Jahre alte Kamera und ich muss sagen, für dieses Alter sind das echt Top-Ergebnisse. Aktuelle APS-C-Kameras sollen etwas besser sein. Aktuelles Vollformat soll hingegen nochmal wesentlich besser performen. Allerdings ist das dann auch eine ganz andere Preisklasse. Und außerdem sollte man auch sagen, bei diesem Test habe ich ja alles freihand aufgenommen. Ich habe lediglich bei den Bildern von der Brücke bei ISO 100 meine Hand aufgelegt. Aber für professionelle Bilder, beziehungsweise als ambitionierter Fotograf, nimmt man sowieso bei Nacht ein Stativ. Und dieser Test bezieht sich quasi vor allem auf spontane Schnappschüsse, aber das soll ja bekanntlich auch mal vorkommen. Also dann, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.